ist das. Hallo und herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen und andere vermehren und wie es weitergeht. Wir schauen uns heute als erstes mal die Chilis nochmal an, machen im Prinzip ein kleines Update von den Pflanzen. Ich erzähle das eine oder andere dazu noch und dazu hole ich die Pflanzen auch etwas näher ran. Ja, damit man das Ganze ein bisschen besser beobachten kann. Das hier war die Hanguangelo, ist sie, nicht wahr, sie ist sie. Sie fängt mittlerweile an reif zu werden hier. Wachstum ist noch gleich null. Seit langer, langer Zeit tut sich hier gar nichts. Und das gleiche hatten wir bei dieser Hanguangelo. Die hatte ja zwei ganz kräftige Früchte, wer sich noch erinnert. Die sahen richtig cool aus. Und ja, die haben wir dann abgeerntet. Hat lange Zeit nichts getan, nicht gewachsen. Aber seit kurzem ist sie jetzt wieder am Austreiben und bekommt auch neue Blütenknospen. Stehen alle unter Zusatzbeleuchtung, dass ich das nochmal ganz kurz erwähne, falls jemand danach fragt. Denn dort wachsen die Chilis dann doch am besten. Ja, und das ist die Arnaheim. Und ich habe mich gerade richtig erschrocken. Guck mal hier. Das Ding ist schwarz geworden. Ja, die ist schwarz geworden. Das heißt im Klartext, sie wird bald reif. Die geht also von grün in schwarz und dann wird sie irgendwann rot. Das heißt irgendwann, wahrscheinlich in sehr kurzer Zeit, jetzt demnächst. Und von daher ist das ja mit den Chilis einfach nur eine richtig geile Sache. Und zum Thema Licht habe ich mich heute mal so ein bisschen informiert. Ihr seht, das Licht ist hier jetzt, ja, wie soll man sagen, unnatürlich, in dem Sinne vielleicht nicht direkt, aber ich habe hier jetzt draußen relativ dunkel, wir haben graues Wetter und ich habe eine Lichtquelle, die ist im Prinzip fast über mir, im 45 Grad Winkel, hängt die direkt über der Kamera. Das ist so eine Tageslichtlampe und ja, das ist also ziemlich fast die einzige Beleuchtung, außer die Beleuchtung natürlich hinten vom Pflanztisch, die auch noch hier ein bisschen hinstrahlt. Ja, und jetzt habe ich überlegt, doch mal Softboxen mir anzuschaffen, damit ich etwas unabhängiger von dem Tageslicht werde. Denn wenn die Fenster hier offen sind, dann ist es ja so, wenn die Sonne scheint, ist es richtig hell und grell. Das heißt, ich muss zur Kamera hin, das entsprechend einstellen, die Belichtung und Weißabgleichen, das Gleiche, dergleichen. Und dann setze ich mich hin und dann ist die Sonne plötzlich weg und dann ist wieder viel zu dunkel. Dann muss ich wieder zur Kamera hinlaufen, das wieder umändern, dann setze ich mich wieder hin, dann geht die Sonne wieder an draußen. Ja, und dann muss ich wieder zur Kamera hin. Und das bin ich mittlerweile so leid, dass ich mir jetzt gesagt habe, da werden wir jetzt was investieren, damit ich etwas in Ruhe filmen kann und ja, die Beleuchtung auch besser einstellen kann. Allerdings gibt es da ein kleines Problem, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, ich weiß, aber ich will es trotzdem erzählen. Und zwar diese Softboxen gibt es ja einfach mit diesen normalen Energiesparlampen, sage ich mal, auch mit sehr hoher Lichtintensität. Allerdings kann man die nicht einstellen. Das heißt also im Klartext, ja, entweder ist es hell oder es ist nicht hell, ne? In dem Sinne. So, dann gibt es jetzt aber mittlerweile auch LED-Tablets, sage ich mal, ne? LED-Leuchten, die auch dimmbar sind. Ja, allerdings kenne ich jetzt keinen oder weiß keinen, der sowas verwendet, der mir vielleicht sagen kann, ob das wirklich optional wesentlich besser ist als diese normalen Softboxen, die man halt kaufen kann. Denn ich habe mir jetzt, wie gesagt, einiges dazu angeguckt, auch im Internet. Das Problem ist, die Dinger sind halt so klein und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man die jetzt weiter wegstellt, wenn man jetzt größere Fläche beleuchten möchte, dass die vielleicht das gar nicht schaffen, diese komplette Fläche zu beleuchten, sondern das Ganze dann ja reduziert wird auf im Prinzip auf einer Fläche so. Und das heißt, im Klartext, man hat es hier hell und da dunkel und ja, wie gesagt, ich habe keine Erfahrung darüber. Ich versuche mich da gerade ein bisschen schlau zu machen und deswegen bin ich jetzt heute auch ein bisschen spät dran. Denn ja, irgendwann, wie soll man sagen, man liest und sieht und liest und sieht und guckt hier und guckt da und dann schaut man auch die Sachen, was sie kosten und alles und hast du nicht gesehen. Irgendwann hat man so viel Informationen im Kopf, vor allem wenn man dann auch noch Berichte liest, wo das halt die Produkte ja entweder negativ bewertet werden oder positiv bewertet werden, was reingeschrieben wird, weil ich ziehe mir das alles rein. Ich will ja irgendwie erfahren, was ist nun wirklich gut oder was ist nicht gut, aber über diese LED-Beleuchtung habe ich jetzt nicht wirklich viel gefunden, außer halt ein paar Filme darüber, wo die auch vorgestellt wurden, aber da war nicht wirklich ersichtlich, inwieweit das Ganze streut. Wie viel Raum kann man damit wirklich beleuchten? Ja, ihr seht, das Thema Beleuchtung wird nicht nur für Pflanzen interessant, sondern auch für uns jetzt. Und wie gesagt, ich habe es bisher mit normalem Licht gemacht, Tageslicht, das durchs Fenster geschienen ist und halt mit dieser Lampe im 45-Grad-Winkel direkt über mir hängen. Von daher habe ich hier auch nicht so viel Schattenwirkung, wie man sieht. Wenn ich jetzt mal die Hände hochhalte, dann sieht man die Schatten vielleicht, nicht? Je nachdem, in welchem Winkel das Ganze ist, hat man dann halt mehr oder weniger Schatten. Aber das ist eigentlich so optimal, für mich jetzt zumindest zum Film. Aber wie gesagt, es ist da mit diesen Softboxen dann doch einfach, gerade wenn ich auch die Pflanzen ein bisschen besser beleuchten will. Denn jedes Mal, wenn ich die Kamera näher an den Pflanzen ranhole, ist die Lichtintensität wieder ganz anders als von weiter weg, wenn man filmt. Ja, es ist halt so. Es ist alles immer wieder eine Einstellungssache. Man ist ständig nur am
tun und machen, um die bestmöglichste Einstellung hinzubekommen. Und von daher werde ich versuchen, mir das etwas einfacher zu machen. Wenn ihr da Tipps oder Erfahrungen selber schon habt, auch mit diesen Softboxen von mir aus, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, auch bei Facebook. Da wäre das vielleicht auch sehr interessant, dass andere Leute darüber ein bisschen was erfahren. Aber wie gesagt, ich bin jetzt abgeschweift. Ich wollte es einfach nochmal kurz erwähnt haben, obwohl es dennoch jetzt ein langer Text war. So, dann schauen wir uns jetzt mal die Paprika, wollte ich gerade sagen, die Chili, in etwas näher an. Kommen wir zu der Anaheim. Wir erinnern uns, wir haben sie im Herbst als Steckling vermehrt im Wasser, beziehungsweise sie hat dort Kallus gemacht. Wir haben sie dann eingepflanzt ohne Wurzeln, also nur mit dem Kallus, und sie ist bis jetzt so geil gewachsen. So, hier haben wir jetzt die eine Frucht, man sieht, die ist richtig dunkel, also fast schwarz schon, und sie fängt jetzt, ich glaube an der Spitze kann man es erkennen, hier unten, da wird es ein bisschen rot. Ja, die wächst richtig geil, das ist so ein cooles Teil, vor allem wenn man überlegt, dass sie noch gar nicht so alt ist. So, hier hatten wir vor kurzem ganz, ganz viele Blüten dran und hier entwickelt sich eine neue Frucht. Und wir haben hier noch eine Frucht dran, jetzt ist alles grün, jetzt muss ich mal selber gucken, wo die dann alle hängen hier. Ach, da oben, wisst ihr, mein Gott, die verstecken sich so gut hier. Auch hier hat sich eine neue Frucht entwickelt, das ist das Ding hier, das ist also kein Blatt, sondern das ist tatsächlich auch eine neue Frucht. Sie blüht auch noch, aber die anderen Blüten hat sie fast alle abgeschmissen. Denn die Chili entwickeln nur so viele Früchte, wie sie auch, ich sag's mal, tragen können. Hier hat sich jetzt auch noch eine kleine entwickelt. Da kann man schon ein kleines Köpfchen erkennen. Ich denke mal, dass die auch noch wachsen wird. Ja, die Chili. Dann kommen wir jetzt mal zu der Hungry Jello. Das ist jetzt die Hungry Jello. Hier kann man sehr schön erkennen an der Spitze am Zipfel, dass sie also anfängt jetzt zu reifen. Hier wird es schon etwas rötlich. Und ja, die sieht richtig cool aus. Eine dicke Frucht an dem Bäumchen hier wollen wir, ja, die wollen wir überwintern und dann im Frühjahr wieder draußen pflanzen. Die darf dann wieder wachsen, also die ziehen wir uns nicht zum Bonsai heran. Ich habe sie also wirklich nur klein geschnitten, um sie halt hier im Haus halten zu können über den Winter, damit wir sie überwintern können. Und dann soll sie im Frühjahr im größeren Topf wieder richtig wachsen. Sie stand damals auch in einem großen Topf, wir hatten sie im Herbst herausgenommen, umgepflanzt in den kleinen Topf, also von einem großen Topf in einen kleinen Topf, und wir sehen, es hat funktioniert. Das Wachstum ist allerdings stagniert bei der Chili jetzt, da sie die ganze Kraft in diese eine Frucht hier steckt. Und ich gehe mal davon aus, wenn die dann endlich reif ist, nehmen wir sie ab und dann können wir auf neues Wachstum hoffen, wie wir es jetzt hier den Fall haben. Das ist auch eine Hungry Jello. Die hatte zwei wunderbar große Früchte gehabt und hat dann, also ist dann auch lange Zeit nicht gewachsen. Und jetzt tatsächlich wächst das Ganze wieder und wir haben auch hier tatsächlich wieder Blütenknospenansätze. Ich glaube, kann man ganz klein erkennen. Und auch auf der Seite hier, wobei ich mir hier noch nicht sicher bin, wie wir hier weiter vorgehen, denn hier wollte ich mir versuchen, einen Bonsai heranzuziehen, deswegen steht das Ding in so einer kleinen Schale. Mit dem Düngen bin ich immer so ein bisschen verhalten geblieben, weil ich nicht so genau wusste, auch obwohl sie nicht gewachsen ist, wie viel Dünger verkraftet sie denn noch. Also wir haben sie wirklich nur verhalten gedüngt und ja, jetzt sehen wir, sie wächst wieder und dann können wir auch wieder regelmäßiger düngen und der Pflanze dementsprechend Nährstoffe zuführen. Ich habe einfach mal ein bisschen Kresse reingesät, um zu gucken, ob denn auch ausreichend Nährstoffe da sind oder nicht. Also die Kresse wächst relativ schlecht, die Köpfchen sind ganz klein, die Blätter etwas gelblich und von daher ist also wirklich jetzt hier angeraten, tatsächlich auch mit dem Düngen wieder richtig zu beginnen. Und das werde ich gleich noch machen. So, dann kommen wir jetzt mal zu der... Bitte danke! Die Pfefferserrano! Ja, das ist sie, die Pfefferserrano. Auch diese haben wir durch einen Steckling damals vermehrt. Allerdings ist der... Das muss ich gerade überlegen. Ich habe so viele gemacht, also... Von wann ist dieser denn jetzt hier? Ich glaube, das war nicht im Herbst, sondern... Ach, jo, das war der Sämling, den wir im Frühjahr ausgesät haben und im kleinen Topf wachsen lassen haben, das ganze Jahr. Also in so einem kleinen Topf wirklich. Und dann haben wir ihn im Herbst herausgenommen aus dem Topf, zurückgeschnitten und dann hier als Bonsai vorbereitet. Soweit ich weiß, haben wir hier unten drunter eine Folie liegen, damit die Wurzeln, der Wurzelteller flach bleibt. Ja, und auch die steht unter Zusatzbeleuchtung im Zimmer, jetzt, damit wir so drinnen halt überwintern können. Und wir sehen, auch diese hat jetzt tatsächlich angefangen, reichlich zu blühen. Ja, so ist das mit den Chilis, ne? Die eine wird zum Bonsai, die andere nicht. Man muss einfach mal ausprobieren, was geht oder nicht geht. Aber es ist schon interessant zu sehen, dass die also auch unter Zusatzbeleuchtung drinnen reichlich blühen und auch Fruchtansätze dann bekommen. Allerdings immer angepasst an die Pflanze. Das heißt im Klartext, hier werden keine 20 Früchte dran wachsen, sondern vielleicht eine, vielleicht zwei, vielleicht drei. Je nachdem. Aber egal, mal gucken, wie es mit dem Bäumchen hier weitergeht. Vor allen Dingen, ja, wie wollen wir den weiter pflegen? Wollen wir wirklich einen Bonsai draus machen? Wahrscheinlich eher nicht. Ich bin auch am Rätseln, denn ich möchte doch irgendwie Chilis haben,
ja, die man wirklich klein halten kann als Bäuerin. Man kann jeden klein halten, aber ich meine, es sollte, wie soll man sagen, kleine Früchte, kleiner Baum, gell? Und dieser wird etwas zu große Früchte haben, von daher, ja, dann auch nicht so viele Früchte. Ja, wie gesagt, da muss man sich überlegen, welche Chili-Sorte man sich dafür nimmt. Wir haben es einfach nur gemacht, mal um zu gucken, ob es überhaupt machbar ist, ob es geht und ob es funktioniert und was man machen kann. Wie wir die Pflanze später weiter voranbringen, ist eine andere Sache. Aber zumindest haben wir schon einiges an Erfahrung gesammelt über die Chilis im Haus. Und von daher werden wir jetzt mal gezielt nach Sorten gucken, die ganz kleine Früchte haben, damit wir auch später einen Bonsai haben, der nicht nur in einer kleinen Schale, in einem kleinen Topf als Bäumchen wächst, sondern dann halt auch viele kleine Früchte trägt und dementsprechend auch viel blüht. Ich denke mal, das ist dann wesentlich interessanter, als wenn man so einen Klotz hier hat, der wächst, weil es ist auch schade, den jetzt wieder zurückzuschneiden. Dann sind die ganzen Blüten wieder weg und dann würde er wieder wachsen, müsste man wieder rauswachsen lassen und dann blüht er wieder, muss er wieder zurückschneiden. Das macht ja nicht irgendwie Sinn. Von daher, wie gesagt, das Ganze war ein Versuch, um zu gucken, einfach nur, was mit Chilis möglich ist oder nicht möglich ist. Im Klartext, wir werden demnächst mal ein paar andere Sorten aussehen und wir haben ja eine Mini-Chili. Ja, lustig. Ich zeige euch das jetzt mal kurz so. Und zwar, wir sind jetzt in der Entfernung etwa von einem Meter von der Pflanze entfernt. Ich zoome das Ganze jetzt mal etwas näher ran. Und dann sieht man schon, das Ganze wird dunkler. Also das ist dann natürlich nicht mehr optimal. Allerdings haben wir die Möglichkeit, hier an der Kamera das einzustellen. Wir gehen einfach mal auf die Iris hier und stellen die einfach etwas höher. 1, 2, 3, so. Ja, und schon ist das Ganze wieder heller. Das ist die Chili, die Mini-Chili. Ja, ich hatte es ja gestern, glaube ich, schon gezeigt. Die bekommt oben Blütenknospen. Und jetzt wurde ich im Kommentar gefragt, wo habe ich die denn her? Ja, also die habe ich mir einfach von einem Strauch abgemacht, wo kleine Chilis dran waren. Die Chilipflanze eben auch klein gewachsen ist. Die Chilipflanze habe ich geschenkt bekommen. Die ist leider verfroren auf der Fahrt hierhin. War sehr tragisch. Und wir haben dann versucht, sie halt durch Samen zu vermehren, um zu gucken, ob die neuen Chilis dann auch klein wachsen und welche Früchte hier dran kommen. Das werden wir im Laufe der Zeit sehen. Auf jeden Fall hat es sich gelohnt, die Samen abzumachen und zu trocknen und dementsprechend einzupflanzen. Also haben wir jetzt eine kleine Mini-Chili. Und aus sowas kann man natürlich viel eher später mal einen Bonsai machen, als aus solch ganz großen Chilis, nur das jetzt mal so gezeigt zu haben. Also ja, Chili ist eine coole Sache. Es gibt so viele unendliche Sorten, das ist so geil. So, dann zeige ich euch mal eben die Mutterpflanze hiervon. Die habe ich nämlich auch noch. Warum habe ich die Pflanze eigentlich noch? Ja, weil ich auch mal eine Pflanze haben wollte, die ich nicht gießen muss. Deswegen, lol, nee, klar, schon logisch. So, ja, das ist die Mutterpflanze von dem kleinen Baby, glaub, was wir gerade gesehen haben. Man sieht, hier hängt tatsächlich noch Früchte dran. Ich habe sie im kühlen Raum stehen gehabt, bei uns im Vorraum, wollte sie immer entsorgen, aber habe mich dann doch nicht getraut, weil ich einfach mal dachte, wer weiß, vielleicht muss ich die Pflanze irgendwann nochmal zeigen. Wie wir sehen, es hat sich dann doch gelohnt, sie zu behalten, damit man jetzt mal den Charakter des Baumes sieht. Ich meine jetzt nicht in voller Traurigkeit, sondern vom Wuchs her. Also es ist ein relativ kleines Pflänzchen. Ich sag's mal relativ. Wie hoch mag der sein? 30 cm ungefähr. Und der war voll mit Früchten gewesen, also voll mit kleinen Chilis. Probiert habe ich sie selber nicht. lol. Ja, werde ich vielleicht später mal bei einer anderen Pflanze machen. Aber doch interessant zu sehen, dass es halt auch Chili gibt, die kleinwüchsig sind und dementsprechend auch kleine Früchte haben. Ja, die Chilis. Dann doch nochmal kurz die Paprika, wo ich es vorhin in den Mund genommen habe. Dann zeige ich es euch nochmal. Die hat mir jetzt vor kurzem umgetopft. Die stand in einem ganz kleinen Pott, hatte schöne Blüten gehabt und auch Fruchtansätze. Ja, und sie sind alle abgefallen tatsächlich. Wurde mir auch schon mal gesagt bei Facebook, dass die Paprika die ersten dann später abschmeißen. Eigentlich schade. Ich dachte, würde jetzt tatsächlich eine Paprika dran wachsen. Aber wenn man das Verhältnis mal von der Pflanze zu einer Paprika sieht, ist natürlich auch ganz logisch, dass hier keine dicke Paprika dran wachsen kann. Die Pflanze muss sich erst weiterentwickeln. Die muss größer werden, die muss kräftiger werden, die muss dicker werden. Und erst dann kann sie irgendwann die Blüten, die sie entwickelt, auch dementsprechend zu Früchten entwickeln. Und dann kann sie auch Früchte tragen. Aber jetzt könnte sie das tatsächlich gar nicht machen. Ich sag's einfach mal so, das ist hier noch ein Baby. Ein Baby kann natürlich noch keinen großen Korb tragen, von daher. Ja, die Paprika. Es geht auf jeden Fall weiter. Auch die andere steht noch am Fenster. Die Paprika. Ja, so sieht sie aus. Also sie ist mächtig gewachsen. Die hat mir ja damals direkt im Kleintopf gepflanzt und dann umgetopft, so wie man es normalerweise auch macht. Man sieht, sie ist wirklich kräftig gewachsen. Hat auch schon Blütenknospen, aber auch hier gehe ich davon aus, dass sie die nochmal abschmeißen wird. Denn auch diese Pflanze ist noch nicht in der Lage, tatsächlich jetzt eine Paprika zu tragen. Die würde umknicken, wenn sich dort eine dicke Paprika entwickeln würde. Aber wir sehen, auch Paprika kann man sich sogar im Winter im Haus vorziehen. Allerdings mit Zusatzbeleuchtung. Muss dann
berücksichtigen. Ist nun mal so. Solche Pflanzen brauchen natürlich sehr viel und sehr lange Licht, sonst würden sie nicht so kräftig wachsen, sondern würden einfach nur in die Höhe schießen und naja, so ist das halt ohne Licht. Ne? Ohne Licht geht's nicht. Ja, und das Licht ist natürlich jetzt ein Riesenthema für mich, weil ich will wirklich wissen, hole ich mir jetzt so eine solche LED-Kisten-Tablets, sag ich jetzt mal so dazu, oder doch diese ganz normalen Softboxen. Bei den Softboxen, wie gesagt, kann ich die Lichtintensität nicht einstellen. Gut, ich kann es an der Kamera natürlich einstellen, aber es wäre doch recht interessant, wenn man die Lichtintensität tatsächlich dimmen kann. Für die eine oder andere Sache ist dann eben doch besser. Gerade im Nahbereich, wenn man jetzt mal was ganz nah dran filmen möchte, ist es gerade lichttechnisch auch bei Pflanzen sehr wichtig, denn man sieht, man bekommt hier nur Licht rein, wenn man dementsprechend die Pflanze hält. Ansonsten ist es hier drin dunkel. Und jetzt, wenn man das Ganze an der Kamera heller stellt, um das hier drin zu sehen, ist das andere komplett überblendet. Ja, da muss ich also ein bisschen Erfahrung sammeln. Aber ich gehe davon aus, dass es mit LED wesentlich besser zu handhaben ist, aber ich habe keine Erfahrung, was mich so ein bisschen ärgert, dass ich es auch nicht austesten kann. Wäre schön, wenn jetzt zu mir jemand hingehen könnte und sagen könnte, komm, gib mir mal deine Klamotten, ich probiere mal was aus und dann, was mir gefällt, kaufe ich mir dann. Ja, und so ist man darauf angewiesen, auf andere Leute, die halt Erfahrung haben, und ich hoffe, ich finde jetzt jemanden, der Erfahrung hat und mir klar sagen kann, okay, ich glaube, LED ist doch besser, oder lass den Quatsch, die Softboxen reichen vollkommen aus, wenn du es mit der Kamera sowieso einstellen kannst. Wie gesagt, der große Filmer bin ich nicht, von daher, ja, lass uns mal überraschen, was auf uns in nächster Zeit zukommt. Vor allen Dingen brauche ich dieses Licht jetzt nicht hier für diesen Raum, sondern eher für den anderen Raum, wo ich dann draußen filme, wenn ich im Garten was mache oder Pflanzen aus dem Garten eben was filmen möchte. Das kann ich dann drinnen auch besser im Haus, draußen, also da draußen im Haus, lol. Ja, es bleibt spannend und ich mache jetzt Schluss für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch und viel Spaß mit euren Pflanzen oder was ihr sonst noch so macht. Gerade lichttechnisch ist das Ganze wirklich sehr interessant. So, bis denne. Ciao, ciao. Ja, man kann sich tausend Gedanken machen.